25 Grad waren es heute in Bad Radkersburg. Das war allerdings vor dem Regen, denn dann hat es auf 14 Grad abgekühlt. Und die Abkühlung, die geht weiter. In den Bergen ist auch Schnee in Sicht. Willkommen beim Wetter. Die erste Regenstaffel, die haben wir mittlerweile hinter uns gebracht. Aber vom Westen, da kommt in der Nacht schon die nächste. Und die bringt uns in den Bergen dann auch den Wintereinbruch. Und die Schneefallgrenze, die sinkt auf 1000 Meter ab. Das bedeutet, für morgen starten Sie in höheren Lagen dann schon weiß in den Tag oder zumindest angezuckert. Ansonsten ist es grau am Vormittag. Im Laufe des Tages hört es dann aber auf zu regnen und dann blinzelt auch die Sonne durch. Den meisten Sonnenschein, den bekommen Sie da im Süden und im Westen. Die Temperaturen, die erreichen morgen 9 bis 15 Grad, wobei es durch den Wind doch etwas kühler noch wirken kann. Und wechselhaft geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Am Freitag und am Samstag und auch am Sonntag. Trocken wird dann der Sonntag mit den Temperaturen. Da geht es hinunter. Und wie es nach dem Wochenende weitergeht, das klären wir dann um 19.54 Uhr. Bis später. In nur einer Stunde sind heute in Kleinzicken im Burgenland knapp 50 Liter auf den Quadratmeter zusammengekommen. Und es werden noch mehr. Eine Kaltfront sorgt derzeit für Abkühlung. In den Bergen ist auch Schnee in Sicht. Willkommen beim Wetter. Die erste Regenstaffel, die haben wir mittlerweile hinter uns. Aber in der Nacht, da kommt vom Westen her die nächste. Und die sorgt in den Bergen dann auch für den Wintereinbruch. Die Schneefallgrenze, die sinkt nämlich auf 1000 Meter hinunter. Wundern Sie sich also nicht, zum Beispiel in Seefeld in Tirol, wenn Sie morgen mit Weiß vor der Türe aufstehen. Ansonsten weiter unten ist es morgen eher grau. Im Laufe des Tages hört es dann aber auf zu regnen und wir bekommen dann am Nachmittag auch einige Sonnenfenster, zum Beispiel im Süden oder bei Ihnen im Westen. Die Temperaturen, die erreichen morgen 9 bis 15 Grad. Es weht aber ein bisschen Wind, dementsprechend kühler wirkt es einfach. Ziehen Sie also vielleicht einfach dickere Herbstjacke an. Die können Sie dann auch gleich in den nächsten Tagen brauchen. Die Temperaturen, die gehen nämlich hinunter. Es bleibt wechselhaft. Trocken ist dann erst wieder der Sonntag. Und jetzt werfen wir noch einen raschen Blick auf den 15-Tage-Trend für Graz. Und hier sehen wir diese Kaltfront von heute. Da geht es hinunter mit den Temperaturen und unterdurchschnittlich bleiben wir dann bis Mitte nächster Woche. Wie es danach weitergeht, das können wir derzeit noch nicht genau sagen. Da ist der Unsicherheitsbereich einfach recht hoch. Fest steht, hier bei uns geht es jetzt weiter mit der ZIP 20. Haben Sie noch einen schönen Fernsehabend mit dem Programm von ORF 1.